Hallo, hallo, es ist wieder einige Zeit her, aber heute melde ich mich wieder und habe wieder ein schönes Öl für euch rausgesucht. Diesmal das Weihrauchöl, Frankincense auf Englisch. Weihrauch ist schon seit der Antike bekannt. Das Harz wurde ganz viel verwendet, ist ja auch ein Geschenk gewesen, was dem Jesuskind mitgebracht wurde. Es gab früher die Weihrauchstraße, also es war schon immer als sehr kostbar aufgrund seiner heilsamen Wirkung bekannt. Und wird aus dem Weihrauchharz durch Dampfdestillation wird das ätherische Öl dann gewonnen. Und Weihrauch wird auch der König der Öle genannt, weil es wahnsinnig vielseitig ist. Also kann bei über 400 Themen eingesetzt werden, die man hat, Beschwerden unterstützen. Und gerade für diese neurologischen Geschichten, also wenn es ums Nervensystem geht und da man Unterstützung braucht, sei es körperlich, sei es emotional, kann man sich da wunderbar mit dem Weihrauchöl unterstützen. Es ist ganz toll für die Haut, es hat zellerneuernde Eigenschaften, das heißt, ihr könnt es auch in eure Cremes rein tun, es ist auch in den Hautpflege, Serien von doTERRA natürlich enthalten und könnt euch aber selber natürlich schöne Serien auch mischen damit und es auch so auftragen. Es ist ein sehr sanftes Öl, das heißt, das könnt ihr tatsächlich auch pur auftragen, wenn es mal wäre. Und viele nehmen es auch sehr gerne aufgrund der emotional sehr beruhigenden Wirkung für die Meditation her, für die Yoga-Praxis auch vielleicht. Es wird auch im emotionalen Sinne als das Öl der Wahrheit benannt, weil es eben hilft, so diese Ängste, diese negativen Geschichten von Verunsicherungen halten loszulassen. Es wird auch oft mit dem Vater in Verbindung gebracht, ja, so wie Myrrhe für die Mutter oder Rose, ist es dann Weihrauch für den Vater, also die Bindung, so diese Fürsorge, diese Sicherheit geben, diese Stabilität geben. Und es ist einfach ein sehr erdendes und sehr beruhigendes Öl auch. Und es sind sehr, sehr vielseitige Einsatzmöglichkeiten auch da, sei es aromatisch im Diffuser einatmen aus den Händen natürlich. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Aroma. Ich habe selber sehr gute Erfahrungen für diverse Hautgeschichten gemacht, sei es jetzt so Flecken auf der Haut oder Pigmentstörungen, ebenso die ersten Linien und Fältchen, die jetzt nicht ganz weggehen, sieht man bei mir auch, aber definitiv besser sind als es sonst vorher war. Und genau, ihr könnt es, wie gesagt, äußerlich auftragen, ihr könnt es auch innerlich nehmen, vielleicht als letztes noch. Ich nehme es tatsächlich mittlerweile jeden Tag innerlich in der Kapsel für die Wirkung, weil es auch antientzündlich wirkt, das Immunsystem auch nochmal stärkt und eben diese zellerneuernden Eigenschaften hat, also positiv sich da auswirkt und unterstützt den Körper. Und da nehme ich zusammen jeden Tag mit Rosmarin und Clary Sage ein, zum Beispiel. Mehr wie immer für meine Kunden in meinem Kundenkanal. Meldet euch dafür gerne bei mir. Und alles Liebe und schöne Grüße.